herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour hier bei mir zu Hause. Also komm mal mit rein. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren in Urlaub. Belinda und ich, also meine Schwester und ich, wir fahren zusammen in Urlaub und ich freue mich so sehr. Es ist super spontan. Heute ist Dienstag. Wir fahren am Freitag los und haben jetzt gerade unsere zwei Unterkünfte gebucht und ich bin einfach super, super, super happy. Wir werden nämlich, also unser Plan war halt, ich wusste nicht gescheit, ob wir Richtung Kroatien lieber fahren. Achso, genau, wir fahren mit dem Auto. Wir machen wie ein Roadtrip. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind ziemlich unabhängig, weil es ja egal, Hauptsache da, wo uns das Auto hinfährt. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt dann doch für die Richtung Frankreich entschieden. Also ich wollte eigentlich eher, also Kroatien oder Italien. Das war so meine... Ach, wir gehen auch übrigens trotzdem nach Italien. Das waren so meine Richtungen, wo ich angepeilt hatte. Und dann kam Billy auf die Idee, ja Andrea, komm, lass doch nach Nizza gehen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall nach Nizza, werden dort dann auch nach Monaco fahren. Also werden uns Monaco angucken, werden auch nach Cannes wahrscheinlich fahren. Und voll cool, sind einfach am Strand. Und das ist mega gut. Also wir wohnen auch direkt eigentlich in Nizza, glaube ich. Und wird, glaube ich, richtig cool. Also ich war mit Billy ja auch schon länger nicht mehr weg. Ihr wisst es ja vielleicht noch. Ja, okay, letztes Jahr Tomorrowland und so. Aber so zu zweit eigentlich noch nie. Ja, vor 2 Jahren habe ich sie ja mal dann in Calella besucht. Also da bei Barcelona. Aber ja, wir freuen uns super. Und dann, ratet mal, was da noch ist. Dann fahren wir nach Hause. Und meine Mama hatte noch als Tipp, wir könnten doch auch nach Venedig gehen. Und ja, das soll anscheinend halt auch gerade wenig los sein. Und dann dachten wir uns so, ach, dann können wir ja theoretisch eigentlich auf dem Nachhauseweg dann noch nach Venedig fahren. Ja, und deswegen fahren wir dann auch noch 2 Nächte nach Venedig und schlafen in so einer geilen Villa. Es ist richtig heftig. Also wir werden dann in so einer Villa schlafen. Sieht eigentlich krass aus, das ist so eine italienische Villa mit so Säulen vorne an dem Eingang. Ja, da freue ich mich jetzt echt. Und genau, wir machen Venedig noch und dann geht es dann wieder nach Hause. Und das Coole ist halt, wir brauchen auch von Venedig nicht so lange nach Hause wie von Nizza. Also haben wir quasi die lange Fahrt am Anfang und die kürzere dann beim Nachhausefahren. Also bis nach Nizza sind es nämlich so 8,5 Stunden und bis nach Hause, bis von Venedig dann sind es, glaube ich, nur 6,5. Deswegen, wenn Billy und ich uns da voll gut abwechseln, so, dann klappt es fast. Ja. Haha, ich dachte deswegen, ich muss jetzt einfach gleich mal ein Video drehen, weil ich mich super freue. Ich super happy bin, dass es jetzt auch für mich nochmal weggeht. Und würde euch sagen, wünsche euch dann ganz viel Spaß bei diesem Video hier. Liebe Leute, es geht los in den Urlaub. Und der Star, perfekt. Es regnet und wir fahren in die Sonne. Wohin fahren wir? Ans Meer. Ans Meer, einfach geradeaus. Einfach straight nach unten. Strange los. Billy, der Scheibenwischer wedelt voll schnell. Auf jeden Fall haben wir natürlich das hier alles, es ist gut aufgeteilt. Die Billy fährt die erste Strecke und ich komme dann zum Schluss, wenn die Billy sich nicht mehr so gut auskennt, weil sie meinte, sie kennt nur die deutschen Straßen. Und der tollste Special-Effekt, mein Auto war noch nie am Meer, noch nie. Und deswegen, ich will unbedingt ein Bild machen mit meinem Auto am Meer. Ich fahre das bis runter ans Wasser. So, und ein Fünftel von der Route haben wir auch schon geschafft. Wir haben jetzt noch 7 Stunden 30, bis wir dort ankommen. Ich glaube 8 Stunden, 55. So, und den Reiseproviant haben wir auch schon gekauft. Wir haben, das ist der Oberhammer. Also hier hinten alles voll, wie man sieht. Kleines Auto, aber trotzdem voll. Schau mal, wenn du so fährst. Einmal. Dann sieht man gar nicht, dass da jemand ist, der fährt. Wo fahren wir jetzt raus? Bei den Götzis. Götzis, wuhu. Auf jeden Fall haben Billy und ich gedacht, wir gönnen uns hier mal solche Cupcakes und dann dachten wir, eine Packung reicht nicht, wir gönnen uns einfach noch eine zweite Packung White. Wir wollten die mal probieren. Welche willst du jetzt gleich essen? Ah, also die weiß, die braune mit brauner Haut, die haben weiße im Teig. Dann bist du weiß, die Billy liebt Chocolate. So, geil. Thank you.
Leute, wir kommen ins gute Wetter. Endlich. Beli, wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn gerade? In der Schweiz. Ja. Wie heißt es? Castello di Meosa, irgendwie sowas. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp. Okay, stopp. Wenn ich mich kürzer drehen soll. Wie geht es wieder aus? Auf roten Knopf. Das hört nie auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour hier bei mir zu Hause. Also kommt mal mit rein. Also hier auf meiner Linken seht ihr das wunderschöne Schlafzimmer mit einem riesen grünen Bett. Hier auf meiner Rechten mein Waschbeckenzimmer. Ein Waschbeckenzimmer. Also gut, dann sag mal noch gut. Ja. Wie geil ist das bitte? Das ist einfach ein Zeichen zu klein. Ja, wir müssen warten, bis es einsteigt. So. Ich dachte, das eine steigt jetzt. Ich dachte auch, aber vielleicht. Gut. Ui. Und da kommt ein Flieger an. Wir essen hier gerade Pizza. Pizza Margherita. Pizza. Schmeckt sehr gut. Ja. Yeah. Sehr schön. Wir sind jetzt schon richtig gut angekommen. Beautiful. Es ist ein Traum. Es ist echt cool gerade. Es ist so richtig Holiday Moment. We love it. Bist du schon happy, Billy? Ja, safe. Hier ist Pizza. Schmeckt die Pizza? Schmeckt voll gut. Alter, schaut euch diese Wellen an. Bäm, bäm. Okay, die waren nicht so groß. Da, da, das wäre die perfekte Welle zum Surfen, wenn die weiter draußen wäre. Und die so, Leute, wir laufen jetzt gerade auf das Schloss von Nizza hoch und es ist so anstrengend, ich sag's euch. Hier ist schon ein kleiner Step, schon mal ein bisschen Vorgeschmack auf die, auf den Panoramablick. Es sieht schon schön aus, das sieht halt auch geil aus. Aber wir gehen noch ein Stück weiter nach oben. Und was haben wir dabei? Wir haben mal wieder Reis probieren. Hey, wir haben uns Croissants gekauft. Frühstücken oben, gehen danach noch zu so einer orthodoxischen Kirche und dann gehen wir an den Strand und genießen unseren Nachmittag. Wow, schaut mal hier.
Diese Aussicht. Da hinten ist der Flughafen. Wow, es sieht so schön aus, wie die ganzen Menschen dort baden. Toll. Und müssen es keine 1,5 Kilometer. Und auf der anderen Seite sind da schon so Steine gelegen, dass man da so hochklettern konnte. Aber ich und Andrea, wir nehmen halt immer die Abkürzung. Ja, und Beli so, so lustig. Sah so gut aus. Wie so eine Oma da drüber geklettert. Also jetzt sind wir hier bei der orthodoxischen Kirche von Nizza und schauen die kurz an, machen ein Foto und gehen wieder. Wow, es sieht so schön aus. Oh mein Gott. Wow. Leute, wir hätten gerade fast keinen Platz am Strand bekommen. Es ist so voll. Also, wir haben uns jetzt hier abgegrenzt mit unserem Schirm. Ja. Abstand ist bei uns schon auch vorhanden. Und hier unser Schirm. Belinda zeigt euch jetzt unsere Corona-Maßnahmen. Ach so, ja. Von Belinda und Andrea. Wir haben unsere Corona-Maßnahmen. Jeder hat seine separate Flasche. Und wir vertauschen die auch nicht, weil also hier ist Sprudelwasser drin und hier ist stilles Wasser drin. Genau, deswegen und so können wir es gar nicht vertauschen. Ja, aber wir tun aus der gleichen Tüte M&Ms essen. Oh. Ja, ich dachte jetzt schon, die werden umgeflogen. Aber wenn uns nicht unsere Hände berühren. Dann geht es wohl klar, dass wir aus einer Tüte M&Ms essen. Ja, der Urlaub war mega. Es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil, also bleibt dran. Sobald der Rest eben geschnitten ist, folgt dann der zweite Teil. Der Urlaub war richtig schön in Nizza. Ich werde euch am Ende des anderen Teils dann noch eine neuere Review geben. Es geht nämlich noch nach Monaco und da werde ich euch einfach noch erzählen. Wir gehen dann noch an Gardasee. Vielleicht kommen auch noch zwei Teile, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber bleibt auf jeden Fall dran. Ich erzähle dann am Ende noch von der Reise generell, wie unser Urlaub so war und erzähle euch eben, wie das mit Corona und allem so funktioniert hat und ja, was da für Neuerungen gab. Aber jetzt würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesem Video 2 Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar hinterlasst. Ja, schreibt mir irgendwas. und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi!